Bei uns in der Siedlung, da war was los. Mein Nachbar von schräg gegenüber, ne, der Rudi Altig, der kam zu mir rüber und sagte, Herbert, kannst du mich mal helfen? Ich bin im Garten beim Umgraben auf was Hartes gestoßen. Ne? Ich sag, ja sicher, Rudi, ich bin dabei. Ne? Und zack, sind wir rüber in den Rudi sein Garten. Hör mal, und wie wir so mit Spitzhacke und Spaten beigehen, ne, sagte ich noch so aus Scheiß, hör mal nicht, dass wir hier eine Bombe ausbuddeln, ne? Hör mal, weißt du was? Da hatten wir das Ding ausgeschachtet, da war dann eine Bombe. Und obendrauf stand dick und fett RAF. Ich denk, ach du Scheiße, Bader-Meinhof, ne? Dann stand aber drunter im Kleingedruckten Royal Army Forze. Ich denk, aha, guck an, schöne Grüße vom Tommy, ne? Ich sag, pass auf, Rudi, du bleibst hier und passt auf, dass nichts passiert. Und ich hol Hilfe, ne? Ja, hör mal, da bin ich zu mir nach Hause gegangen und hab Polizei angerufen. Kurze Zeit später war Lalülala im Anmarsch. Nachdem sich der Spezialist vom Kampfmittelräumdienst den Weg durch die ganzen Gaffer freigebahnt hatte und den Zünder von dem Blindgänger in Augenschein nehmen konnte, hieß es nur, oh, 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 das kann ja heiter werden. Und wir sollten mal ein paar Meter weggehen. Am besten so 5 Kilometer. Ey. Hör mal, da musste die Siedlung großräumig evakuiert werden. Ich nach Hause zu meiner Frau. Ich sag, Guste, Bombenalarm. Wir können nur das Nötigste mitnehmen. Ne? Wir werden evakuiert. Ja, da sind wir natürlich direkt im Streit gekommen, was das Wichtigste ist. Ja, Leute, für mich war das klar. Ne? Mein BVB-Mitgliedsausweis. Hallo? Teilt sich das Publikum wieder in Gut und Böse? Ja? Große Teile meiner Schallplattensammlung und einen warmen Schal. Ich sag, Guste, an für sich haben wir alles. Oder wolltest du auch noch was mitschleppen? Da sagte sie, jetzt müsst ihr auf jeden Fall ihre Aussteuer mit. Ich sag, Guste, du willst doch wohl nicht allen Ernstes in dieser Ausnahmesituation deine verfickte Biberbettwäsche mitschleppen. Boah, hör mal, da war was los. Da war sie sofort beleidigt und hat kein Wort mehr mit mir gesprochen. Und in so Situationen kann ich ja auch auf stur stellen. Ne? Ja, da habe ich auch nichts mehr gesagt. Ne? Und dann saßen wir da im Wohnzimmer und haben uns angeschwiegen. Während sich draußen die Flüchtlingstrecks aufmachten in Richtung Turnhalle, ne? Wo sie vom Evakuierungsstab unterbringen wollten. Hör mal, und ich glaube, irgendwann waren wir die Einzigsten in der Siedlung. Und es herrschte Totenstille. Und auf einmal höre ich so in die Stille, wie einer betet. Ja, ich gehe bei mir am Fenster dran, ne? Weil von da aus habe ich einen ganz guten Blick auf den Rudi Altig seinen Garten. Und dann sehe ich da den Mann vom Kampfmittelräumdienst stehen mit gefalteten Händen. Ich mache das Fenster auf und höre noch, wie er sagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich denke, oh, 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 der Mann hat ein Problem. Ne? Ich rufe so zu ihm runter, Kollege, denk dran, der Tommy hat Linksgewinde. Ne? Mama, da guckt er hoch, schlägt sich mit der flachen Hand vor die Stirn, reckt beide Daumen in die Höhe und sagt, deshalb komme ich hier nicht weiter. Bingo. Ich sage, angenehm, Knebel. Ne? Ja. Ruckzuck war die Sache im Handumdrehen erledigt. Ne? Ich sage, Guste, kannst die Bettwäsche wieder einpacken. Ne? Der Herr Bingo hat die Situation entschärft. Ne? Ja, aber da kannst du mal sehen, wozu so ein Ehestreit gut ist. Ne? Ja.